Applaus. Ja, wir sind ein bisschen später dran, aber da konnten wir leider nichts dafür, weil das Programm sich einfach etwas hingezogen hat. Hallo, Marschall in den Zimmern. Die Gruppe Rübezahl ist wieder einmal hier und wir freuen uns sehr und möchten uns auch seitens der Gruppe hier beim Veranstalter sehr herzlich bedanken, dass man uns bereits im November dieses vergangenen Jahres das Vertrauen geschenkt hat, heute hier beim Dorffest anlässlich des Festausklangs hier zu sein. Und da freuen wir uns und freuen uns, dass ihr alle da seid und möchten an dieser Stelle natürlich alle Gäste sehr herzlich willkommen heißen. Ganz besonders möchten wir natürlich die Ortsverwaltung seitens dem Ortsvorsteher, dem lieben Gerhard Bröner und seiner Crew herzlich noch einmal Danke sagen für die Verpflichtung am heutigen Nachmittag. Was wollen wir tun? Wir wollen ein bisschen Musik machen. Die Marschall in Zimmerner, die hatten ja jetzt die letzten Stunden nicht so allzu großes Glück. Und auch wir von der Gruppe Rübezahl hatten kein so großes Glück bei der Anreise, weil wir nämlich einen wunderschönen Stiel von einem Weinglas im vorderen linken Reifen stecken haben und sind einfach der Hoffnung, dass dieser Stiel von diesem Weinglas noch ein Weilchen dort sich verhält, damit wir
nachher am Ende der Veranstaltung mit diesem Stiel nach Föhringen, wo unser Betreuer ist für das Fahrzeug, dass wir da wieder heimkommen. Schade ist nur, das Auto muss heute Nacht noch nach München. Deshalb muss man dann gucken, wie wir das hinkriegen. Aber das soll nicht eure Sorge sein. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Herzlich willkommen und einen schönen Sonntagnachmittag zum Dorffest hier in Marschalk-Zimmern. Sagt euch eure Gruppe Rübezahl. Mein Mann, sag
du mal nachgedacht und ist dir klar, was sie so alles tut das ganze Jahr? Sie ist eine gute Fee, Tag ein, Tag aus. Sie zieht die Kinder groß und kümmert sich ums Haus. Dann warten sie auf dich, fragt, wie es dir geht. Und gab es schon ab und zu mal einen Gang. Sie war die Bürgerin und gab so oft schon ab. Sag Dankeschön an die großen Rosen, sind ein mein Mann, sag Dankeschön, mit roten Rosen, sie wird's verstehen, du willst schon sehen. Dankeschön. Sag Dankeschön, mit roten Rosen. So, an dieser Stelle möchten wir natürlich auch die unzähligen Fans der Gruppe Rübezahl herzlich willkommen heißen, im ganz Besonderen von unserer Gruppe, die mit sechsmaligem Südtirol-Aufenthalt und dieses Jahr im Oktober werden wir 4 Tage mit 2, vielleicht auch 3 Reisebussen nach Thüringen gehen. Da möchten wir auch unserer Veranstalterin, wo die Rübezahl-Fanreisen immer organisiert, sehr herzlich Danke sagen. Und zwar in Leinstetten, da gibt es ein ganz tolles, sympathisches, familienhaftes Unternehmen. Großes Extra-Touren und da sind alle, ja, alle kann ich nicht sagen, aber viele haben sich schon angemeldet. Vom 25. Oktober bis zum 28. Oktober geht es nach Thüringen. Und da freuen wir uns, dass viele Fans heute mit da sind. Herzlich willkommen, ihr Fans der Gruppe Rübezahl von Großes Extra-Touren. Hey!
zur Stunde rosa bunte, ist mein Herz gerade und frei. Grüß Gott, Nicole! Grüß Gott! Die Fische vom Boden, sie ist eine Schönheit, die Welt ist eine Schöne, mein Püree. Die Fischerin vom Boden, und fährt sich auf das Feen aus, dann bringt sie ihre Witze aus. Dorffestes kommt auch noch die Sonne zurück. Und deshalb lasst die Segel baumeln und bringt noch eins oder zwei mehr, weil der Veranstalter braucht einfach dieses Geld, weil die letzten 48 Stunden, die waren nicht ganz so toll. Also, jeder muss ein Getränk mindestens mehr verkonsumieren, damit der Veranstalter hier aus dem Schneider ist. Wünscht euch weiterhin gute Unterhaltung. Thank you.
Spaß. Fügen Sie den Sinn in den Sinn und am nächsten Tag fragen ihn am Arsch. Gib mal und Gas, du bist am Morgen da. Schütteln nur die Bossa Nova, was kann ich dafür? Schütteln nur die Bossa Nova, bitte glaube mir. Erst bekam sie Zinn, dann fügte nein. Und die Tochter fragt, heute lieber Mann, seit wann habt ihr euch gern du und Papa? Zünd man nur die Bossa Nova, was kann ich dafür? Zünd man nur die Bossa Nova, bitte glaube mir. Denn wenn eine Bossa Nova tanzen kann, dann bitte mich die große Liebe an. Zünd man nur die Bossa Nova. Spann doch mal aus und lass die anderen ran, genieß mit mir ein Leben.
Soll mich natürlich auch Gäste begrüßen aus Glatt, aus dem Dornhaner angrenzenden Stadtteil aus Weiden. Dann haben wir Gäste da aus Hochmössingen und wir haben natürlich auch einige Gäste da, Gott sei Dank, aus der Hauptstadt, aus Dornhan und aus Sulz am Neckar. Und wir freuen uns natürlich über alle, die hierher gekommen sind zum heutigen Festausklang bei dem Dorffest 2018 in Marschalkenzimmern. Nächsten Sonntag übrigens um 11.30 Uhr sind wir im Freibad in Dornhan-Betzenhausen zum Frühschoppen. 11.30 Uhr am kommenden Sonntag. Falls es regnet, ist es 8 Tage später. Also, okay, geht weiter mit Musik. Thank you.
kurze Pause, Dankeschön. So, das war jetzt an der Trompete in altbewährter Form unser Mitglied hier von der Gruppe Rüdesal aus. Weilen unter den Rinnen an der Trompete, darf ich euch vorstellen, Klaus Peter.